Gnocchis in Tomatensoße mit Thunfisch und Mozzarella. Wir starten mit eine rote Zwiebel in Spalten schneiden. Dann zwei Knoblauchzehen grob klein schneiden und in zwei Esslöffel Olivenöl anschwitzen. Dann ein Paket stückige Tomaten hinzufügen. Um die Säure der Tomaten auszugleichen, gebe ich einen Teelöffel Zucker hinzu. Hier gebe ich auch nochmal 150 ml Hühnerfond hinzu. Dann das Ganze kurz miteinander verrühren. Jetzt kommen 600 Gramm schon vorgegarte Gnocchis in die Pfanne. Und ich lasse die Gnocchis jetzt in der Tomaten-Zwiebel-Mischung garziehen. Das dauert ungefähr 6 Minuten. Jetzt kommen die beiden letzten Komponenten, nämlich eine Dose Thunfisch und eine Kugel Mozzarella, die ich in kleine Stücke reiße und der ganzen Geschichte dann zufüge. Verrühre das Ganze miteinander. Natürlich wird das Ganze noch gesalzen und gepfeffert. Dann schalte ich den Herd aus und lasse die Sache soweit etwas stehen, bis es dann serviert wird.